Bravo, Team. Einen fetten Elgemöltikus von mir, euren Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zum zweiten Part von Destiny Road to das Erwachen der Eisernen Lords. Ja, ich habe mir angeguckt, ich habe mich informiert, wie das jetzt wirklich heißt. Um diesmal auch was Richtiges erzählen zu können. Oh, oh, ah! Da habe ich mir meine eigene Granate ins Gesicht geworfen. Und sonst hätte ich den gekriegt. Och nö. Ja, also im zweiten Part, wie ich im letzten auch angekündigt hatte, im ersten, wir werden unterschiedliche Spiele spielen. Vorhut, also so Strikes, aber auch Schmelzziegel PvP. Und ja, wir sind jetzt im PvP unterwegs, im Schmelzziegel. Wir spielen Rift. Rift ist quasi wie von COD Uplink. Also es gibt halt eine Kugel. Gegnerbase und man muss da halt Funke die Kugel reinfallen. Beziehungsweise den Funken. Aber der Funke ist quasi eine Kugel. Und hier erscheint er gleich. Ich guck mal, ob ich ihn mir snacken kann. Aber es sieht hart aus, weil hier überall Gegner ankommen. Aua. Aber ich habe einen gekriegt. Euren Funkenläufer bezwungen. Ach man. Aber wir liegen gut in Führung. Ich hatte vorhin schon ein Match gespielt. Da wollte ich einfach nur mal so, ohne das aufzunehmen. Und das ist auch gut, dass ich nicht aufgenommen habe. Denn wir wurden eiskalt abgezogen. Am Ende hatten die mehr als doppelt so viele Punkte wie wir. Das war schon ein bisschen hart. Aber ich, ganz ehrlich, ich finde auch, also ich persönlich finde PvP in Destiny ist schwerer als in Battlefield bzw. Call of Duty oder ähnlichem. Also ich finde es für mich halt ein bisschen schwerer, aber es macht trotzdem Spaß. Und das nicht zu wenig. Und du brauchst dich gar nicht unsichtbar machen. Denn Mr. Marv sieht dich trotzdem. Oh shit. Boah, Gott sei Dank keinen Sniper-Schuss abgekriegt. Ah, da hinten steht aber schon wieder eine Sniper, habe ich doch gesehen, ey. Funke wird aufgeladen. Achso, das sind. Jetzt. Ja, wusste ich doch, dass du da hochkommst. Oh, oh. Funke ist Nein! Verteidigt euren Scheiße. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das ein guter Mix ist. Ich habe auch vor, Raid zu machen und hier das König der Alten, so ein Arena-Fight. Also ob das gut ist, wenn ich so Abwechslung reinbringe oder wollt ihr eins mehr sehen als was anderes, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht mögt ihr ja lieber PvP oder sonst irgendwie, mögt lieber Strikes oder sowas. Ich spiele alles gern. Aber ich denke mal, ein guter Mix, das kann man haben. Funke lädt. So, 15 Sekunden ist der Funkus da. Ja. Easy Headshot. Der Funke ist eingetroffen. Aua, lol. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Against all odds. Feindlicher Läufer aktiv. Halte sie auf. Los, 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 los. Feindlicher Läufer rückt vor. Feindlicher Läufer zu Fall gebracht. Oh shit. Ja, da ist die Sniper. Das hasse ich auf der Map. Aber. Funke wird aufgeladen. In der Mitte ist also Party. Aber ohne ihn hier. Er hat keine Party mehr. Nein! Ja! Easy Headshot mit dem Wurfmesser, Alter. Ja, und ihn gönne ich mir auch noch. Was ist denn gerade los hier? Schwere Munition kommt. Läufer nähert sich dem Rift. Aua.
bestes Gameplay hier gerade von mir. Nur für euch. Ich komme da nicht hoch. Feindliches Rift in Brand gesetzt. Gut, dass ich gerade vom guten Gameplay geredet habe und dann komme ich da an die Klippe nicht hoch. Das ist natürlich. Das ist natürlich auch wieder Karma, ne? Mach hier mal. Boom! Nein! Als ob! Da drückte mir eiskalt die Rakete ins Gesicht. Der Funke ist bereit. Mann, jetzt habe ich die Muni nicht euer mehr. Läufer hat den Funken. Euer Läufer ist nah dran. Ich spiele übrigens gerade Rift, weil das in der täglichen Playlist gerade drin ist. Und fuck. Ich habe einen Beutezug gekriegt. Da muss ich ein Rift-Match gewinnen. Und ein anderer ist ein Kill mit schweren Waffen. Also auch auf Schmelztiegel bezogen. Den hätte ich gerade machen können, aber Mr. Messer hat mich einfach gekillt mit seiner Rakete. Und jetzt habe ich die Muni nicht mehr. Kommst du doch hier hoch? Nein, kommt er mit der Shotgun. Ich glaub's nicht. Die binäre Dämmerung. Der Funke ist eingetroffen. Aber wir sind echt krank in Führung. Also das Match gerade war eine Blamage für uns. Das jetzt ist eine Blamage für die. Wir haben echt eine starke Führung gerade. Oh shit. Ach, der hat schon den Ball. Funkenläufer zu Fall gebracht. Wo ist der denn? Ach da. Ne. Moin. Doppelkill. Lel. Double Nade. Sei keine Gnade. Ich muss mal kurz regenerieren. So. Dann wieder hier hoch. Der Funke ist verfügbar. Blubbelblase ist auch hier, oder was? Stoßt vor! Läufer nähert sich dem Rift. Scheiße! Das habe ich mir anders vorgestellt. So nah dran. Ihr müsst jawohl, gewonnen. Beschützen. Feindliches Rift in Brand gesetzt. Easy. Nein, ich wollte noch tanzen. So, ja, den Schmelztiegelbeutezug habe ich gekriegt. Den anderen muss ich noch. Ah ja, 15 Kills, jawohl, und dann kriege ich ein Lichtpartikel. Ist ja nicht so, dass ich davon schon über 200 habe. Aber na gut. 15 Kills, ich denke, das kann man mal machen. Das war auf jeden Fall eine meiner besseren Runden, Gott sei Dank. Ja, und dann hoffe ich natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ja, übersehen, PvE, PvP und wenn was, also ich kann natürlich auch Eisenbanner, normalen Schmelztiegel, vielleicht auch welchen Spielmodus, Strikes, Raids, aber ja, ich denke mal, eine gesunde Mischung ist da eigentlich ganz in Ordnung, je nachdem, worauf ich auch ein bisschen mehr Bock habe oder ihr dann auch, wenn ihr das dann schreibt, aber ich denke mal, eine Mischung kann man eigentlich schon ganz gut machen, damit das nicht zu, ja, eintönig wird. Und dann hoffe ich, ihr seid auch im nächsten Video wieder dabei. Tschüss.